Feuermoos ist auch nicht schlecht zu haben. Und hier sind nur Kisten am Ende. Okay, das ist also schon meine Sackgasse. Mein Atem geht ruhig. Sind das Giftpilze? Na, doch, waren Giftpilze. Noch mehr Giftpilze, okay. Ah, wie das Marktspinne. Ich wollte gerade fragen, ist die eine die einzige? Das wäre irgendwie lächerlich gewesen. Lass dich treiben. Ich wollte die Kamera drehen. Na klar, Vorrat. Eigentlich wollte ich das nicht ihr geben. Sie hat es auch nicht genommen. Wer hat es jetzt genommen? Ja. So. Hier in dem Raum sind zwar Pilze, aber nicht der, den ich suche. Okay, wieder Giftpilz. Ei. Scheinbar nicht dieses Mal. Aber wieder Skorpione. Zeritus, Zeritus. Astus. Aufgepasst! Bei meiner Axt! Alles klar. Attacke! Arquatus. Mein Atem geht ruhig. Ich versuche mein Bestes. Okay, Gladys. Ja. Vergiftet. Nicht so gut. Das Skorpiongift tickt vor allem eben ganz schön schnell. Bei meiner Axt. Eila Dao. Gut. Alles klar. Gladys, letzte Bolzen. Ei. Ja. Also ja, bevor wir in die tiefen Höhen gehen, auf jeden Fall müssen wir in unser Haus zurückkehren und Zeug rausschmeißen. Neues Zeug basteln, für Gladys zum Beispiel eine Armbrust. Ich hoffe einfach mal, dass die Höhle einmal im Kreis geht. Oh, Kisten mal wieder. Mein Atem geht hoch. Ein eitriger Krötenschemel, aber das könnten Giftpilze da daneben sein. Nein, das sind Giftpilze. Hier ist aber auf jeden Fall eine Kammer mit ein paar Vorratskisten. Danke. Sprich, Freund. Spinnenseidendrüsen.
Na komm, die Pilze, die können doch nur giftig sein. Oder sind's nicht? Okay, aber so wie es aussieht, führt jetzt der Gang. Ah ja. Ich versuche mein Bestes. Ha, Deception. Mafia. Oh, der hat vier Runden. Ein Schwert, ein Führer, Achtung! Gut. Mein Atem geht ruhig. Die geben auch wenigstens schön viele Erfahrungspunkte, die Skorpione hier. Also mit 7 Punkten. Ich versuche mein Bestes. Weit mehr Konstitution für dich. Mehr Astralpunkte für dich. Maximal Astralpunkte für dich. Armaturz, Balsam. Vielleicht 2 Punkte den Flimflam packen. Und den schweren Arm mal besser machen. Oh, Armbrust hätte ich auch steigern können. Bogen ist Maximum, ja. Gut. Können wir dann daran denken, wenn wir wieder Punkte haben. Also ja, jetzt gehen eigentlich Punkte fast nur noch in Waffentalente, Skill, Fähigkeitspunkte. Also in Talente, in Kampftalente und in Zauber. Und bei Forgrim halt hauptsächlich in Attribute. Okay, große Höhle. Und Pilz ist hier. Oh, Kröten? Sprich, Freund. Alles klar. So, fackel du mal ab. Noch mehr Trollkröten. Also ja, hier ist alles voll mit Trollkröten. Hier unten wächst Feuermoos. Sanyasa Phaedra. Nur, dass die Trollkröten nichts aushalten, dafür aber jede Menge Okay, jede Menge ist jetzt übertrieben, aber 2 Erfahrungspunkte dafür, dass sie einen Schlag aushalten. Ja. Das bin ich, Arkwart Sanya.
Freund. Sala Agrippa. Eorla. Ja, die Höhle erkunden hier wird etwas Zeit dauern. Gehen wir erstmal nach hier hinten. Also der sieht purpurn aus, wächst alleine, ist kleiner. So. Ich habe einen Pilz erhalten. Ein Pilz mit unbestimmten Eigenschaften. Damit mit den Pilzen vorsichtig sein muss, sollte sich ein Experte diesen Pilz genauer anschauen. Sprich, Freund. Ja. Der Glaubtamatschpilz ist Bestandteil des mächtigen Gegengifts. Also hat das geholfen. Mein Atem geht ruhig. Ja, überbringe Lugosch den Pilz. Ich muss den Pilz nun schleunigst zu Lugosch in den Tempel bringen, damit er daraus das Heilmittel herstellen kann. Ich habe den richtigen Pilz gefunden. Ja, gucken wir uns diese Höhle noch zu Ende an. Also erstmal hier hoch. Hier ist nämlich noch eine Trollkröte mindestens. Mann, dass die nicht alle auf einmal kommen können, das würde mir viel Arbeit ersparen. Ja. So, Kisten. Noch ein Pilz. Der bringt mir nur nichts. Also ja, ich kann die Pilze hier einsammeln, aber die bringen mir nichts. Giftzahn und Alkohol. Nochmal Giftzahn und Alkohol und Feuermoos. Und die Musik hier unten ist sehr actionreich. Okay, also auf dieser Seite ist nichts mehr.